Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Bin gerade frisch gejoint und das erste, was ich sehe, natürlich. Unser Miet ist fertig. Dann kommt da natürlich gleich das nächste Zeug rein. Das benötigen wir ja alles für den Uralten. Ach stimmt, die habe ich weggeschmissen, ne? Ja, hat einen Grund, auch da hinten. Meine Kisten hier sind einfach randvoll mit dem Zeug und ja, ich brauche es nicht mehr. Vorerst zumindest. Man sieht es auch hier, ich war fleißig am Farmen, am Durchbrennen, habe noch nicht alles geschafft durchzubrennen. Und ja, ich habe auch fleißig Holz gefarmt. Hallo? Hab ich, gut. Wir werden uns heute noch ein paar Sachen upgraden, bevor es zu Uralten geht. Bronze brauchen wir. Dann stellen wir uns das doch einfach mal ganz schnell her, würde ich sagen. So, einmal geht noch. Sehr nice. Was tun wir denn upgraden? Auf jeden Fall erst einmal die Brustplatte. Die Beinschützer. Den Helm. Natürlich auch die hier. Die muss sein, damit ich weiter farmen kann. Wisst ihr was? Wir upgraden einfach mal alles. Denn das, ob das ausreicht? Doch, müsste ausreichen, ne? Es fehlt jetzt noch die Axt. Die reicht natürlich auch noch gerade so aus. Nice. So, da haben wir jetzt erstmal alles schnell auf Stufe 2 geupgradet. Holz erstmal wieder da rein. Das war dort. Das brauchen wir übrigens später noch für die Spikes. Bronze. So. Mehr gab es ja jetzt nicht wirklich zum Herstellen, was wir noch benötigen würden. Die Nägel wird beim Bau von Schiffen und Möbeln fallen. Von Schiffen? Wisst ihr was? Wir stellen uns einmal Nägel her. Vielleicht gibt es neue Rezepte, die wir freispielen können. LOL! LOL! Wir können Karren bauen. Ein neues Schiff! Holy shit! Was ist das? Horizontal, Objektgegenstand. Hä? Sieht mir aus wie ein Bierkrug, Bierhumpen oder wie man die nennt. Was haben wir hier? Ach, zum Gegenstände abstellen und halten. Ah, läuft. Da wissen wir das doch jetzt. Aber wir können ein neues Boot bauen und einen Karren. Und wisst ihr was? Den Karren bauen wir uns jetzt. So, da ist er schon. Wow. Damit macht es jetzt einfacher natürlich, Sachen vom Dunkelwald hierher zu bringen. Denn hier hinten ist noch Kupfer. Das hier markiert sogar zwei Kupferstellen. Geil. Mobiles Lager. Das gönnen wir uns doch. Und ich bin... Ey, der Köter da draußen. Ich bin heiß drauf,
Ich will noch ein Boot. Neues. Wir können noch einmal herstellen. Gibt immer 20. Das heißt, wir haben jetzt 70 Nägel. Das reicht aber nicht. Wir brauchen, glaube ich, 80. Jo, 80 Nägel. Ich hoffe, das reicht. Wir brauchen es ja nur einmal. Aber ich glaube nicht, dass ich das dazugehörige Holz habe und den Rest hier muss ich halt wieder durchbrennen. Und ja, Zink muss ich auch wieder besorgen. Das Holz wurde nicht benötigt, aber wir haben davon was benötigt. Ich glaube 20 Stück, ja, 10 Hirschfell. Und kurz was snacken hier. Und 10 Edelholz. Was wir gar nicht mehr besitzen. Oh, 30 Edelholz. Dann gehen wir uns das noch ganz schnell besorgen. Dazu gehe ich jetzt aber nicht extra durchs Portal, denn apropos Portal, ich habe in der Zeit, wo ich immer hin und her gedaddelt bin und das Kupfer gefarmt habe, bin ich immer... habe ich das Portal umgesetzt. Das musste einfach sein, weil der Ertrag war dort nur noch sehr, sehr mies. Auch wenn es mehr als genug Bäume gibt, aber ich will ja nicht alle großen Bäume umhauen. So. Ich brauche 30 Stück. Los, gib mir. Hallo? Das waren aber keine 30, die ich hier bekommen habe. Oh, Bären, die müssen wir dann auch gleich sammeln. Ich habe nämlich ernsthaft keine roten Himbeeren mehr. Und ja, ich weiß, es gibt noch rote Himbeeren, aber egal. Ich habe trotzdem keine mehr. Die Viecher bouncen immer noch so weg. Das ist so geil. Und hier ist der nächste Baum. Na komm, wir müssen doch jetzt die 30 zusammen haben. Auch 31 läuft. Ich will ein neues Boot. Wobei die Seeschlange würde das bestimmt auch noch versenken wollen. Komm her, Wildsau. Und weil ich gerade die Wildsau sehe und umgehauen habe, ich muss auch noch die ganzen Fressalien durchbrennen. Scheiße. Hoi, das mache ich aber wieder alles offscreen. Jetzt setzen wir uns ein neues Boot. Oh, das sieht so nice aus. Oh, geil. Das hat ein Lager. Geil. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen happy bin, aber genau auf das alles habe ich halt bisher immer gewartet. Und es wurde jetzt einfach mal Zeit, dass ich belohnt werde. Bronze ist hier, dann kommen dort auch die Bronzenägel rein, natürlich. Das Harz kommt wieder hier rein und die Himbeeren kommen hier rein. Ja, 6 Stück habe ich noch. Ich bin voll der Himbeer-Sammler. Boah, aber das hier... Geil. Kann ich auch... Es geht tatsächlich. Oh, aber man ist sehr, sehr langsam.
Ich glaube, der kriegt auch Schaden, ne? Ja. Nee. LOL, alles ringsherum kriegt Schaden. Geil. Also, ja. Jetzt ist die Frage, wenn das Ding voll ist, bin ich dann noch langsamer oder bin ich einen Ticken schneller oder genauso wie, langsam wie jetzt? Aber das macht es ja jetzt immer richtig einfach. Holy shit. Jetzt muss ich nur noch Wege machen, auf denen ich mit dem Karren langlaufen kann. Oh. Oh. Oh, oh. Ich glaube nicht, dass das geht. Oder geht das? LOL. Das geht. Holy shit. Wieso geht das? Normalerweise wäre der doch untergegangen. Nein! Okay, also der Karren kommt nicht mit jeder Neigung klar, haben wir jetzt herausgefunden. Das heißt, wir müssen hier immer so ein bisschen, ja, tricksen, im Zickzack-Rennen am besten, ne? Oder so schräg den Berg hoch. Wow. Ja, natürlich. Und jetzt hat er Schaden gekriegt. Dafür seid ihr jetzt down gegangen. Aber läuft. Kommt der Wagen hier durch? Nee. Jo, das heißt, ich muss auf jeden Fall ja, Wege erstellen, damit ich mit dem Wagen überall ordentlich lang komme. Ist zwar ein bisschen scheiße, aber das würde ich sogar noch machen. Einfach nur, weil mir das jetzt vieles vereinfacht. Ja, komm. So, das hier müsste ein Stein sein. Kupfer, ach, auf der Seite vom Dungeon. Okay. Hier ist das Kupfervorkommen. So, zum Glück habe ich die Picke dabei. So, und wenn ich jetzt das Kupfer da nicht reinpacken kann, bin ich sehr enttäuscht von dem Spiel.
Läuft, es geht. Geil. Oh, ich brauche unbedingt wieder Fleisch im Gepäck. Ja, das heißt, wir sehen uns nach einem kurzen Cut wieder. So, da sind wir zurück nach dem kurzen Cut und ihr seht es. Ich bin gestorben. Ja, man mag es kaum glauben, aber ich bin wirklich gestorben, weil ich einfach auf nichts geachtet habe mehr. Und ich habe jetzt die Gunst der Stunde genutzt und habe einfach mal schnell die Nacht übersprungen, indem ich geschlafen habe. Jetzt rennen wir ganz kurz zum Todespunkt. Und holen den Karren sowie die Picke und fahren erstmal wieder nach Hause. Die Picke ist nämlich broke. Hat für ein ganzes Erzvorkommen gereicht. Also ich muss auf jeden Fall mehr Picken mitnehmen. So wie ich das mitbekommen habe. Damit ich den Karren auch voll machen kann. Da ich ja noch die Picken aus dem Geweih von Eiktier habe, lohnt sich das. Da habe ich ja zwei Stück. Das sind drei Picken. Und ja, so, komm, Ausdauer voll. Nice. Und einmal schwimmen. Ja, da wollen wir mal schauen, ob wir den Karren überhaupt heil wieder nach Hause bringen bei diesem Gefälle hier. Gut, hier waren die ersten Viecher, die ich geklatscht habe. Dahin muss ich. Das war ein Stein. Hier sind die ersten gefallen. Und irgendwo hier muss jetzt auch gleich mein Grabstein sein. Da ist er. Hallo? Ja, ihr seht, Picke ist komplett kaputt. Rüstung, ja, die Aufwertung hätte ich mir ehrlich gesagt sparen können. Weil ich habe davon nicht wirklich mitgesehen. Und der Berserker, der dann hier ankam, der hat mich halt den Erdboden gleich gemacht. Das brauche ich alles nicht. So, mein Karre, der liegt auf dem Rücken. Geil. Den darf ich jetzt erst einmal umdrehen. Ansonsten kann ich den nicht benutzen. Wow. Hier ist ein kleiner Baum. Wenn ich den fälle, müsste das doch ausreichen. Ja, fast. Das ist der einzige Nachteil an dem Kahn. Nein! Okay. So, Karre steht, Karre ist angedockt. Alter! Da kommen sie halt schon wieder. Okay, und der Karren, ich krieg's mit, er ist voll. Ich bin noch langsamer unterwegs, wie man sieht. Das ist sehr realistisch, also nice, 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 nice. Geil. Da frage ich mich, was passiert, wenn der Karren ganz voll ist. Kann man dann überhaupt nicht mehr sprinten, ne? Das wäre allerdings auch geil, dass man da wirklich noch laufen kann. Hier, ich möchte gerne mal die Axt. Okay, der Wagen fährt auch ohne, wenn ich was mache. Boah, du Wichsvieh. Der wollte mich einfach abschießen. Was ist denn das für einer? So, wir wissen ja, wir können mit dem Karren angedockt schwimmen. Was ein bisschen unrealistisch ist. Sieht aber geil aus. Die Räder drehen sich auch noch. Also, holy moly. So, und ich muss wieder aufs Gefälle achten.
Da ich ausgeruht bin, regeneriert meine Ausdauer natürlich gleich einen Ticken schneller. Und ich kann hier auch gleich mal gucken, dass ich ein bisschen holzlos werde für den Weg. Also ich werde jetzt nicht einen richtigen Weg hier mit der Sichel machen. Ganz im Gegenteil. Entschuldigung, wenn ich aufstoße. Ich trinke hier gerade nebenbei Kaffee. Aber ich werde mir halt so mal anzeichnen. Ja, da könnte man ja mit dem Wagen lang, da könnte man lang und so. Da wird schon der ein oder andere Baum definitiv auch fallen müssen, ne? Und gegen Holz sage ich nichts für die Kohle. Nicht das Geld, sondern die Holzkohle. Viele verstehen das ja gerne mal falsch. Aber ich feiere diesen Wagen einfach. Der ist sowas von praktisch. Und es gibt einfach mal zusätzlichen Stauraum. Wenn es das jetzt noch als mobilen Backpack geben würde, wäre das mal richtig geil. Also, nur für den Rücken. Aber früher hatten sie ja auch nicht wirklich die Rucksäcke. Da haben sie auch alles Karren hin und her transportiert oder an Pferden gebundene an den Seiten vom Sattel. Das fehlt mir hier ein bisschen. Mir fehlen hier die Pferde. Aber gut, man kann nicht alles haben. Und ich habe jetzt genügend Holz, um die Palisade weiterzubauen. Das wird aber alles wieder offscreen, offscreen passieren. Wir werden jetzt noch ein bisschen Spaß mit dem Wagen hier haben. Schon mal gucken, was der so alles kann. Außer Sachen transportieren. Leute, ich drücke die ganze Zeit Sprinten gedrückt und wundere mich, warum ich so langsam bin. Läuft bei mir. So, einmal abkuppeln. Alles rausnehmen, denn wir kriegen mit der Ausdauer, die wir haben, alles hier rein ins Lager. Oh ja, das hat sich gelohnt. Oh ja. Also. Das freut mich. Steine brauche ich nicht. Köpfe waren hier drin, ne? Stein kann erstmal raus. Das kommt hier rein. Ich muss mir mal ganz kurz Fleisch dazu holen. Nein, 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 Raid, nein, nein. Nein, ist jetzt nicht. Ist, nein, ist nicht euer Ernst. Ja, kommt bitte alle auf mich, bitte. Nice. Als erstes stirbst du. Nice. Irgendwo kommt dann nämlich noch ein Berserker dazu. Und der one-hittet mich halt einfach. Scheiße. Die Viecher machen nämlich mein Haus kaputt und das Lager und alles, was sich da drin befindet. Und das möchte ich nicht. Na, wo kommt der Berserker? Da kommt wieder ein Heiler. Da kommt eine Wildsau mit an. Da hinten sehe ich noch keinen Schaden. Okay. Da kommt wieder ein normaler, zwei normale.
Da kommt wieder ein Heiler. Lol, kein Berserker. Nice. Und wir haben die Base beschützt. Holy shit. Ich hatte das einmal auf einer Testwelt. Ganz ehrlich, das will ich nicht nochmal erleben. Allein ist es ja schon schwer genug, vor allem wenn ein Berserker dazu kommt. Und ja, ich hatte halt auch keine Palisade, gar nichts in der Richtung. Und die haben ja mein Haus und die Kisten geschrottet. Da lag dann alles nur noch so rum und das will man einfach nicht. Das will man einfach nicht. So, aber wir haben die Base beschützt. So muss es sein. Und nicht anders. Ich habe doch alles rausgeschmissen. Wieso kriege ich die Meldung, dass das wurde zugefügt? Okay. So, die Trophäen. Ich hoffe, da kriege ich auch irgendwann nochmal was um die... LOL! Da fällt mir was ein. Erstmal ganz kurz alles reparieren. Da auch einmal den Bogen. Den muss ich unbedingt upgraden. Geht, doch, geht. Brauche ich Edelholz, Kernholz und Hirschfell. Ja gut, muss ich wieder farmen gehen. Hier. Edelholz. Haben wir nicht mehr. Müssen wir ganz schnell besorgen. Ich möchte da mal was austesten. Ob das geht, dass man dort Köpfe anhängen kann. Ich hole jetzt Edelholz. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin wieder zurück nach dem kurzen Cut. Wir müssen jetzt mehr als genügend Holz besitzen. Und ich will jetzt was testen. Ich möchte jetzt das hier haben. Jetzt ist die Frage. Das müsste vorne sein. Fehlende Voraussetzung. Bronzenägel. Okay, wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz besonders wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.